Ein gewöhnlicher Tag für Tigermännchen Dragan. Irgendwie langweilig, wenn sein Pfleger gerade keine Zeit hat zum Spielen. Dann kommt sie, die wichtige Ladung. Auch Dragan scheint den Braten schon zu riechen, oder besser die Frau. Wir lassen uns jetzt ganz doll überraschen. Sie wird jetzt bestimmt gleich ihren Kumpel sehen. Tigerdame Alicia kommt frisch aus dem Tierpark Berlin. Da ist die Freude natürlich groß. Unser Tiger wird sich auch freuen und die Kleine wird sich freuen, dass sie eben miteinander kommunizieren können, dass sie miteinander Spaß haben. Ist da viel schöner, als wenn der Mensch dabei ist. Das ist das Natürlichste von der Welt. Und müssen natürlich beide lernen, wie geht man miteinander um. Aber am liebsten würden sie ja den ganzen Tag spielen. Aber wir können ja auch nicht, wir gehen ja mit unserem Spazieren durch den Zoo. Ich weiß nicht, ob ihr es auch gemacht habt. Nee. So, dass, aber dann, die hätten natürlich gerne, dass immer 24 Stunden möglichst jemand dabei ist. Nicht? Und dann jetzt jemand dabei. Sonst ist immer ein Mensch dabei, leider. Und jetzt kann eben mal ein Partner dabei sein, also dass das wirklich vernünftig ist, dass also Tiger mit Tiger spielen. Dann wird die knapp 10 Kilo schwere Alicia in ihrer gewohnten Transportkiste zu ihrem zukünftigen Spielgefährten getragen. Auch der ist mittlerweile ganz aufmerksam. Dragan ist knapp 2 Monate älter als Alicia und dominiert allein durch seine Körpergröße. Dann kommt der große Moment. Das muss Liebe auf den ersten Blick sein. Die Tierpfleger sind beruhigt und Dragan, der lässt den Kerl raushängen. Kommt ein bisschen Arbeit auf uns zu. Wir müssen die Sachen natürlich erstmal anfangs ein bisschen überwachen. Gucken, dass er nicht so grob wird. Und ansonsten sehe ich die Sache etwas entspannt. Also es sind 2 junge Tiere, die miteinander gerne spielen wollen. Insofern denke ich mal, muss er erlernen, etwas zurückzustecken dann auch. Auch in seiner rüpelhaften Art. Aber das wird sie ihm dann schon zeigen, wenn er zu grob wird. Dann taut auch die kleine Alicia auf. Ein großer Moment für ihre Pflegerin. Super, läuft richtig gut. Ja, an diesem ganz Entspannten, was beide machen. Also gleich von Anfang an hier am Gitter dieses Pusten und wirklich ganz neugierig sein. Und also läuft super gut. Der Eberswalder Zoo-Chef ist zufrieden. Es läuft besser, als ich dachte. Also erstmal habe ich einen Check gekriegt, die ist ganz schön klein, zart, aber benehmen sich beide sehr gut, haben sich beide angepustet, haben beide die Krallen drin. Das ist immer ein Zeichen dafür, dass man den anderen nicht verletzen will. Und haben beide Respekt voreinander. Unser großer, dicker Kerl hat auch Respekt vor der Kleinen, ist gleich weggesprungen. Und für die ist natürlich alles neu. Für ihn ist es relativ leicht, da ist ja nur das Mädel neu und für sie ist aber die ganze Anlage neu. Ich glaube, die ist noch nie so auf Waldboden gelaufen und kennt das noch gar nicht, darum guckt sie sich die Anlage an. Also obwohl sie beide zueinander wollen, also ich bin erstaunt, wie gut das läuft und bin auch davon überzeugt, dass es relativ schnell geht, dass wir die also richtig vernünftig zusammen haben und für die Tiger ist es einfach eine schöne Sache. Auch wenn sich beide gut verstehen, werden sie die ersten Nächte getrennt verbringen. Tagsüber werden sie unter Aufsicht der Pfleger zusammen spielen. Im Sommer werden dann beide in den Tierpark Berlin zurückkehren.